Was wir hier haben, ist ein Versuchsaufbau aus dem 8. Semester im Mechatronikstudium an der TU Dresden. Eigentlich ist es fast ein Spiel. Ich kann kurz Spielregeln erklären. Wir haben zwei Teams. Eins steuert die rechte Seite, eins steuert die linke Seite. Ziel ist es, gemeinsam das Wasser nach oben zu befördern. Wenn das zu schräg ist, dann kippt es. Und zum Schluss hat gewonnen, wer am wenigsten Energie gebraucht hat. Es geht hier also auch um Effizienz. Das Ganze ist natürlich jetzt eine Spielerei irgendwie. Ist ziemlich, macht auch echt Spaß, damit was zu machen, aber es geht auch ums ernste Leben. Es kann zum Beispiel sein, dass wir auf der linken Seite einen Hydraulikspezialisten haben und auf der rechten Seite sind wir Mechatroniker und müssen da unsere Elektronik anbringen. Und genau das ist das, wo die Mechatronik arbeitet. Im Zusammenarbeit mit Maschinenbauern für die Mechanik, für die Hydraulik, mit Elektrotechnikern, wenn es um Schaltung geht. Und wir Mechatroniker sind so das Bindeglied in der Mitte. Und es geht nicht darum, ein Spezialgebiet perfekt zu verstehen, sondern es geht auch darum, dass man das Gesamte versteht. Es ist nicht so, dass wir nur Generalisten sind, sondern ein bisschen spezialisiert sich auch der Mechatroniker. Wir haben dann hier Möglichkeiten, Mechatronik im Fahrzeugbau, im Maschinenbau, Mikromechatronik, Makromechatronik, auch die Luft- und Raumfahrttechnik ist ein äußerst interessantes Gebiet für uns. Ein Projekt in der Luft- und Raumfahrt, wo wir hier dran Versuche machen, ist ein kleiner Satellit, den wir hier auch schon im Vakuum aufbewahren, um wirklich die Bedingungen der äußeren Atmosphäre für die Sensoren möglichst realistisch darzustellen und zu sehen, was passiert damit, was können wir da tun. Und auch das ist natürlich Mechatronik im Gesamten. Als Mechatroniker überblickt man so ein Gesamtes und das ist das, was es für mich reizvoll macht, was irgendwie spannend ist daran.